Der Kampf um Bachmut dauert nun schon seit mehreren Monaten an und ist für beide Seiten zu einem Symbol geworden. Nach Ansicht von Expertinnen ist Bachmut selbst nicht von großem militärischen und strategischen Wert. Der Grund, warum die blutigen Kämpfe nicht aufhören, liege auf politischer Ebene. Beide Seiten haben schon zu viel investiert, um aufzugeben. Unfortunately, what happens is like Verdun. Once a lot of people start dying for a place, it doesn't really matter. You've got blood capital already spent, and then that because of that spend of blood, it becomes politically significant. Once people start attacking and need a win, it takes on a whole little world of its own. Nach Überzeugung vieler westlicher Expertinnen ist es für das russische Militär wichtig, nach einer Reihe schwerer Niederlagen einen durchschlagenden Sieg in Bachmut zu erringen. Kiew sagt, dass sie in der Region Bachmut die russischen Streitkräfte auf Distanz hält und den Kreml so daran hindert, Operationen in anderen Gebieten durchzuführen. The Ukrainians are using it, a defensive battle, to inflict the highest amount of casualties on the Russian attackers. At the lowest possible cost to themselves, before unleashing a counter punch or two against Russia, at a time of Ukraine's choice, and also a place of their choosing. Der Kreml sagt, dass die Einnahme von Bachmut die Tür zur Region Donetsk weiter öffnen soll. Westliche Experten bezweifeln jedoch, dass die Russen in der Lage sind, dies auszunutzen.